Ja, liebe Leute, ein weiteres Mal begrüße ich euch zu Need for Speed, dem vierten Teil, in dem wir jetzt den Kurs Nummer 2 fertig machen. Ich bin nur mal kurz in die Werkstatt. Mal gucken, ob unser Auto noch ganz ist. Ach ja, wie schön, wir haben ja unser kleines Brumm-Brumm hier. So schön noch ein bisschen. Warte mal, 6197. Kann man noch. Ja, das zweite Upgrade. Ja, das kostet ein bisschen über unserem Budget. Aber Level 2 wäre zum Beispiel nicht schlecht. Na gut, können wir vielleicht im nächsten Rennen machen. Mal sehen. So, also wir fahren jetzt erst einmal den Kurs Nummer 2. Gucken mal, was da jetzt ist. Teilnahmegebühr kostet uns hier auch noch nichts. Das ist sehr gut. 5 Gegner, 2 Runden, Klassen offen. Sehr schön. Oh, erster Platz. Oh, 17.500. Oh, das gibt Fettasche, sage ich euch. So, dann würde ich mal sagen, wir fangen erstmal mit dem Kurs beginnen an. Ja, Teilnahmegebühr kostet uns nichts. Passt. Lass mal wieder anders dahinsetzen. So. Tastatur zurecht rücken. Jetzt steht da wieder 1920 mal 1080. 3, 2, ja, jetzt. Im Übrigen, ihr seht ja schon, ich habe den Rückspiegel jetzt mal reingemacht, weil ich jetzt irgendwie mal denke, dass ich jetzt weiß, wo ich die Facecam richtig hinsetze. Ich hoffe, das ist okay so, da wo sie jetzt sitzt. Und ja. Jetzt geht doch mal weg hier, Uschis hier. Wir fahren nur Mercedes rum. Ich sehe kein Ende BMW. Geh doch mal weg, Sia. Ah ja. Ja, Sia, mein Rücklichter gleich mal. Husch dich. Krücke hier. Ganz hackt. So, weggebollert. Bei Regen rutscht man hier so ein bisschen leicht. Macht aber nichts. Unsere Karre ist getuned. Also passt das schon. Nett an die Wand rutschen. Ah, das Schild haben wir noch erwischt. Sehr schön. Leider gibt es ja keinen Boni, wenn man hier. Aua. Wenn man hier alle Schilder ummähen. Leider. Macht aber nichts. So, Freunde. Jetzt. Im Rückspiegel ist keiner. Weil den Rückspiegel habe ich deshalb gerne drin. Dann brauche ich das hier nicht zu machen. Mal nach hinten zu gucken. Das ist auch immer so ein bisschen nervig. Das kann ich nämlich hier mit den Augen mal kurz ein bisschen hochluken. Und dann sehe ich, ob einer hinter uns ist. Bam. Scharf rum. Naja, so arg rutschen tut unsere kleine Möhre hier nicht. Finde ich nicht schlecht, dass das immer noch ein bisschen stabil bleibt. Mich wundert, dass hier kein BMW rumfährt, dass alles nur Mercedes sind. Jetzt juckt mir die Nase auch mal wieder. Das ist sehr schön. Glück gehabt. Hat gepasst. Hat gepasst. Da freue ich mich aber. Der Nebel hier. Ja, letzte Runde. Ich müsste eigentlich mal die Stimme ein bisschen höher, ein bisschen lauter setzen. Und die Musik ein bisschen leiser. Ich glaube, das mache ich nachher mal, wenn wir die Runde hier beendet haben. Oder den Kurs hier beendet haben, dass ich dann noch ein bisschen was einstelle. Weil man hört den ja kaum und die Hupe hört man auch so gut wie gar nicht. Deshalb, das müssen wir ändern. Ich kann jetzt mal bei die Sonne rauskommen. Ist ja nervig hier. Sonne, komm doch mal raus. Wieder mal rum. Mit der Tastatur hier zu fahren, ist echt irgendwie ein bisschen anders da. Was mit dem Lenkrad. Aber ich glaube, das hatte ich ja schon in der letzten Folge mal gesagt. Naja, gut. Wir haben sie jetzt gleich gepackt. Und dann war es das auch. Na, so langsam kriege ich den Bogen aber trotzdem raus. Ist wie Fahrradfahren. Verlernt man nicht ganz. Ich bin mal gerade am überlegen, ob ich bei solchen Spielen nicht irgendwie was erzählen könnte. Aber da ich ja momentan
im Voraus aufnehme und ich ja nicht gerade eine große Community momentan habe, ist auch der Bereich da ein bisschen sehr eingeschränkt bei mir. Was es da jetzt zu bereden gibt, was ihr gerne wissen möchtet oder über was man da reden kann. Dann kaum fange ich an, blödes Zeug zu labern, knall ich irgendwo an den Baum. Obwohl die anderen sind, ne, 10 Sekunden hinter uns. Also, die holen uns nicht mehr ein, zumal das sowieso schon da vorne das Ziel ist. Und... Was? Fahr zurück! Schnell! Tolle Runde. Gratuliere. Sie sind Erster. Ich wollte es spannend machen. Und das habe ich auch geschafft. So, 30 Punkte. Leertaste muss man drücken. Man juckt mir die Nase so böse. So, Kurs fortsetzen bitte. Ja, 1902. Ich muss mich nochmals dafür entschuldigen. Das ist dieser Konverter da unten. Und da ich ja mal gesagt... Habe ich es eigentlich schon gesagt? 3, 2, 1, los. Ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt. An meinem Retro-PC hier will ich eigentlich keine großen Veränderungen jetzt vornehmen. Also puncto Grafikkarte oder so nachbessern. Es gibt Grafikkarte. Im Übrigen... Mein Retro-PC hat keinen PCI-Express-Anschluss. Das muss ja auch mal nochmal erwähnt werden. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, ja, wie schließt ihr dann eine Grafikkarte an? Ja, der hat 4 PCI-Anschlüsse, also noch normale PCI, und einen AGP. Ja, wer weiß, was noch ein AGP-Stecker ist? Und da hängt meine Grafikkarte mit dran. Es gibt eine Grafikkarte, die habe ich mal im Internet gefunden. Die hat HDMI-Ausgang und AGP-Anschluss, ist eine Radon, aber die kostet über 80 Euro und das ist mir ehrlich gesagt von meinem Retro-PC nicht wert. Aber wenn es euch wirklich so stört, dann hat das mit den 1900, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder auch bei anderen Videos, wo ich da so Retro-Spiele mache auf meinem Retro-PC, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das wirklich stört, dass da permanent, wenn er da ein neues Bild aufbaut, dass da dann 1920x1080@60 steht, dann werde ich das natürlich ändern. Aber wenn ihr sagt, nö, kannst du so lassen, ist gut so, dann bin ich, ehrlich zu sein, auch ein bisschen froh, weil, wie gesagt, eben, ich habe keinen Bock da jetzt auf meinen Retro-PC noch groß Geld reinzustecken. Ja, 80 Euro, es sind 80 Euro. Das ist auch Geld. Ach, Mann. Ich bin keine Frau, merke ich gerade. Ich kann nicht gleichzeitig plappern und fahren. Das geht irgendwie nicht. So, wo war ich jetzt? Ach so, ja, ich wollte in meinen Retro-PC kein Geld mehr reinstecken. Und die Spiele, die für die DOS-Box halt eben zu neu sind, aber für meinen Rechner hier, für meinen neuen oder für meinen aktuellen hier, wo ich eigentlich aktuelles Zeug zocke, viel zu alt sind, da hat der sich jetzt halt eben angeboten. Und da funktioniert auch alles wunderbar. Spiele ich ruckelfrei, es läuft alles so, wie es sein soll. Ich habe keine Grafikprobleme in dem Sinne. Und deshalb würde ich das auch gern so lassen, wie es ist. Nur mal so jetzt zu dem Thema. Ich habe natürlich das jetzt auch noch für Konsolen. Da habe ich auch so einen Konverter. Der macht das SCART-Signal auf ein HDMI-Signal, also auf 1080p. Und da wird wahrscheinlich auch das dann zu sehen sein, da oben. Ich kann es dann halt eben auch nicht ändern. Ja, dann spielst du auf dem Emulator. Nein, wenn ich schon die Originale hier habe, will ich auch die Originale verwenden. Da bin ich... Hat er irgendwas gesagt? Das bilde ich mir schon ein, dass da der Sprecher hier irgendwas sagt. Also, wenn ich schon was im Original habe, ja, dann will ich auch das Original spielen. Ich bin so ein bisschen gestrickt in der Sache. Auch wenn das vielleicht andere machen sollten oder tun. Ich möchte es nicht tun, denn ich würde mich da ein bisschen schlecht fühlen dabei. Haha!
bravourös die Kurve gemeistert. Da ums Eck rum. Ich müsste eigentlich gleich wieder das Ziel kommen. Wunderbar. Beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Juhu. Ein bisschen verbeult unsere Karre. Ach, egal. Die hält noch das nächste Rennen durch. So, was haben wir jetzt noch? Die Durham Road. Mal gleich mal gucken, was das jetzt für eine ist. Die Durham Road. Da sind wir mal gespannt drauf, ne? Ach, das ist die. Geile Sache, geile Sache. 3, 2, 1, los. Ja, also geht. Also hier jetzt im Ort ein bisschen rumheizen. Ah, das finde ich geil. Das gefällt mir. Und du da hinten, du bleibst schön weg. Ja, 80 sind erlaubt. Wir fahren hier gerade mit 120, 130 durch. Hätte ich hier jetzt links mich einordnen müssen? Ach, egal. Uah. Caramba. Ich glaube, die Leitplanke und ich, wir sind gute Freunde, habe ich so das Gefühl. Oh, ein Tunnel, 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 Tunnel. Tunnel ist immer gut. Es halt sogar ein bisschen die Hupe. Realismus in dem Spiel. So, jetzt halten wir uns mal links. Achso, in der Dämmerung fahre ich ja im Übrigen auch am liebsten. Ist zwar schon wieder eine Weile her, da ich Auto gefahren bin. Aber so zu dieser Zeit, wenn es da so schön, so in der Abenddämmerung, so schön, dass die Sonne untergeht hinter den Bergen. Ach, finde ich richtig gemütlich, dann so Auto zu fahren. So in den Sonnenuntergang. So wie die alten Cowboys damals. Ja, das gefällt mir sowas. So, dass die Leute im Ort mal wach werden, wenn wir hier mal ein bisschen hupen. Rumtidum. Boing. Oh, da haben wir aufgesetzt. Ah, gut. Ja, letzte Runde. Umso besser. Umso besser, umso besser. Ups. Ich muss aufpassen, der ist so scharf in die Kurve, sonst schmeißt man den ganzen Bock hier um. Quer durch die Rabatte. Soll jetzt noch ein bisschen lohnen, hier die Reparatur. Deshalb. Noch ein bisschen Schaden hier. Mal Licht an, wir sehen sonst nichts. Kommt wieder der Tunnel. Hupen, hupen im Tunnel. Immer lustig. Obwohl ich eigentlich mehr so ein Freund bin, das Gaspedal im Tunnel durchzutreten. Also Fenster runter, Tunnel, Fenster runter und Gas voll durchtreten. Zwar habe ich nicht gerade so den Übersoundmotor gehabt, aber es hat Spaß gemacht. Müsste geil sein, wenn man so einen fetten V8 oder so einen V10 hat. Und dann so in so einen Tunnel reinbrettert. Ach ja. Man hätte ja noch träumen dürfen. Und jetzt mal das Ziel. Jetzt müsste eigentlich das Ziel kommen. Und. Ne, da hinten kommt's. Hä? Haben die das Ziel jetzt geändert oder was? Doch, das Ziel wäre weiter vorne gewesen. Tolle Runde. Gratuliere. Sie sind Erster. Huhu. Ey, oh, der hat mich angedatscht. Der hat uns angedatscht, die Sau. Erfolgreich. Sie haben den Kurs. Sie haben die Goldmedaille geholt. Sehr schön. Kling! Drücken Sie Leertaste, um fortzufahren. Glückwunsch! Sie haben diesen Abschnitt erfolgreich abgeschlossen. Sie haben den Goldpokal geholt. Sie können jetzt den nächsten Abschnitt in Angriff nehmen. Werden wir auch tun, aber wir gehen erstmal kurz zurück. Und zwar in die Werkstatt.
Und zwar werden wir erstmal unseren kleinen Hobel hier. Ja, gut, 1640 D-Mark. Pillepalle, Peanuts. Schaut mal, was wir da auf dem Account haben. 23.697 D-Mark. Boah, so viel hätte ich echt auch gern mal auf dem Konto. Natürlich in Euro. Also das DM in Euro. Ja, eins, also nicht jetzt umgerechnet, sondern wirklich 1:1, was hier steht. Ihr wisst, was ich meine. So. Und... Schon ist er wieder heile. So, ist nochmal noch ein Upgrade. Und zwar auf Level 2. Level 2 ist eine verbesserte Aerodynamik, sorgt für besseres Handling bei Höchstgeschwindigkeiten, Gewichtsersparnis. Und mal die Maus da weg. So, da will ich hin. Gewichtsersparnis führt zu höheren Spitzengeschwindigkeiten. Das sehen wir ja hier. Ich hoffe, das sieht man mit der Facecam hier. Höchstgeschwindigkeit wird gesteigert und das Handling wird gesteigert. Kostet 7000, fast geschenkt, also. Und, wuhu. Flupp. Na gut, äußerlich. Oh, wir haben einen Heckspoiler. Wir haben einen Heckspoiler. Geil. Wir haben einen Heckspoiler. Hihihi. Da freue ich mich doch. Gut. Wir könnten eigentlich schon Level 3 machen, sehe ich gerade. Als Upgrade. Wir haben 15.000 und 10.500 kostet das dritte Upgrade. Das Tunen des Motors verbessert die Beschleunigung. Ein Bremsen-Upgrade begünstigt größere Bremswege. Also, wieder Bremshebel hier. Wui. Gesamt, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Dann haben wir noch 5.000 über. Ich muss mal kurz was gucken. Wie sieht die Teilnahmegebühr eigentlich aus bei der High-Stacks-Tour? Oh, geil. Da können wir einen Fahrzeugbrief gewinnen. Uhuhuhu. Was kostet denn das? 3063 Teilnahmegebühr. Dann haben wir noch 2000 über. Sollen wir es machen, das Upgrade? Oder sollen wir erstmal die hier fahren? Und ich würde erstmal sagen, wir fahren erstmal die Runden hier. Oh, 4 Runden. Soll ich das jetzt noch in dieser Folge machen? Nee. Das machen wir nicht in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. So, der Wagen ist ja repariert. Das sieht immer aus, als wäre hier so eingedatscht. Ist er aber nicht. Schwierigkeitsgrad Profi. Profi. Wir sind Profi. So, jetzt aber nochmal zurück. Wie gesagt, ich mache jetzt einen Aufnahmeschluss. Wir machen dann nächstes Mal in der High-Stakes-Tour weiter. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Abend. Und adios.